ganz alleine auf einem Turm hockt der Drago und wartet auf den Sturm. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin ganz alleine. Es ist Experiment, also eigentlich sollten sehr viele da sein. Aber ich bin leider ganz alleine. Ich war am Bind, da gab es zwei Leute. Und die zwei Leute haben den gleichen Spieler gehabt. Hier ist ein Jäger noch, der ist unsichtbar vorher gewesen. Aber es ist gar nichts mehr los heute, also im Wochenende jetzt. Jetzt ist, was ist Sonntag? Ich kann ja hier links schauen. Sonntag, der 21. November um 11.09 Uhr. Ja, ist klar, die Argentinier, die haben natürlich 8-9 Stunden Ding. Also jetzt momentan ist es am Morgen, aber ja, es gab einen Franzose, bonjour. Und sonst eben den Jäger noch, weiß nicht von welchem Land der ist. Die meisten haben halt englische Namen. Und ja, der Baruto, okay, der ist seit einem Jahr, also März 2020. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen online. Okay, jetzt ist er zurück. Und ja, ich habe jetzt das Mikrofon noch ein bisschen besser angestellt. Es ist so ein Ding, man muss man drüber fahren, damit es lauter wird. Das habe ich gar nicht gesehen, weil es gibt keine Anleitung, auch im Internet. Es gibt überhaupt keine Anleitung für diese Shure MV7 oder so. Ja, Shure Plus was? Archiv? Motiv, okay, Motiv. So, mache ich mal das auf. MV7, ja. Und eigentlich ist es das beste Mikrofon, aber mir gefällt jetzt momentan der Klang jetzt gar noch nicht so gut. Bitte mal Feedback geben. Und ja, bin leider immer noch erkältet. Also es ist wahrscheinlich eine schwere Erkältung oder so etwas. Also mein Hals ist zu und ja, Schnupfen die ganze Zeit. Ist natürlich nicht so toll, wenn man Let's Playen muss und ja wieder Livestreams machen möchte. Ich wollte gestern schon Livestreams machen, aber ich war den ganzen Tag so richtig vernichtend müde. Jetzt bin ich viel ausgeschlafener, also ja, ich konnte kaum schlafen, weil ich zu wenig Luft bekam in der Nacht. Oh, also ja, beim Liegen einfach. Und okay, sind so wenig Spiele online, dass man hier Magneten, also Gesteine findet, okay. Und keine Magneten. Jo. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt am optimalsten machen soll. Weil die Forts sind alle in der Hand des Eigentümers. Also jetzt gerade im Moment ist einfach gar nichts los. Ich bin meistens am Abend halt dann zu müde, wenn halt diese Argentinier und Kolumbianer da meistens online sind. Und die Deutschen sind halt am Abend auch nie online. Die spielen andere Spiele wahrscheinlich. Also ja, nie. Kaum. Also, ja. Ich kenne gerade keinen. Ich kann keinen Deutschen sagen, der aktiv am Abend spielt. Also, jo. Bitte mal ein bisschen Informationen geben, wer denn online ist, wo er ist, also was er am liebsten dann macht. Ah genau, die sind in den Instanzen von den Drachen, da kann man sich eigentlich auch anmelden. Könnte ich ja mal machen, weil ich bin ja Healer. Ja, Hickory-Holz brauche ich. Also vielleicht schaffen wir es in den Part noch rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man da reinkommt. Hier, Dungeons. Weil ich so weit weg bin, ja. Also ich möchte alles da natürlich machen. Ich habe doch Tickets. Ich habe 10 Tickets, hallo. Ich habe mehr als 10 Tickets. Hallo, ich habe 16 Tickets. Was stimmt denn da nicht? Ich habe 16 Tickets, hallo. Liebes Spiel. Was ist denn los? Na gut, dann machen wir es halt nicht. Also ich könnte zu Samalfort mal gehen.
Ich habe ein bisschen Angst, weil dort immer wieder Syrten herumlungern. Weil sie das Fort immer wieder ja, bewachen, sozusagen, dass niemand von den Igen dort reingeht. Weil es gehört ja den Igen. Und die Syrten sind halt einfach zahlenmäßig mega überlegen. Da machen sie es natürlich gerne, weil sie gar nicht mal so auf den Putz bekommen, wie zum Beispiel die Alsen, die einfach nicht anwesend sind meistens. Also, schade, dass diese Aufnahme gar keinen Ton gehabt hat, weil bei Open Broadcast Software zeigt es an, den Ton. Und im Video auch, aber YouTube vielleicht? Vielleicht hat YouTube den Sound gar nicht aktiviert, weil YouTube ist sowieso momentan extremst verbuggt. Okay, und was sind das? Darf ich mal bitte schauen, was das für Leute sind? Ja, genau. Hey, liebes Spiel, du musst mich nicht verarschen. Ich will die Tür nicht anklicken. Hallo, ich will keine Tür anklicken. Ich will die Spiele sehen. Von welchem Reich sind denn diese komischen kleinen Leutchen da? Sind schon ein bisschen komisch, weil die so verpixelt sind. Also nein, nein, ich will raus. Jo. Ja, eben, sind also Alsen. Ich dachte schon. Ich will rein, ich will nämlich hier in diesem Fort ein paar Spieler töten. Ja, es geht halt einfach nicht. Sind nie anwesend, also, ja, was soll ich machen? Sind wirklich nie anwesend. Danke, ihr Lieben. So, ich habe die große Regeneration aktiviert, wegen, ja, ein bisschen, wenn sie angreifen, bekomme ich auch XP. Weil sonst bekomme ich die niemals, weil ich so schwach bin. Nein, ich bin eigentlich gar nicht so schwach, aber das Problem ist, alles ist balanciert auf Level 60. Dann werde ich einfach, ja, sozusagen priorisiert von den NPCs. Und weil die eben auf Level 60 balanciert sind, bekomme ich natürlich auch viel mehr Schaden. Ja gut, also. Ja, ich muss einfach buffen, das muss ich ja wieder per Hand machen, weil diese ab 5 Tasten einfach viel zu weit weg sind von der WASD-Tasten. Das könnten sie auch mal ein bisschen umlegen, also ein bisschen automatisieren vielleicht mal. In vielen Games sind einfach Buffs irgendwie so ein bisschen automatisiert, oder wie sagt man dem? Einfach so, dass man sie einfach besser einsetzen kann. Naja. Ja, ich finde Buffs einfach gehen halt einfach nicht in so MMORPGs. Es sind erstens zu viele, zweitens einfach, man hat anders zu tun, ständig. Ja. Ich schreibe immer Hallo, dann wissen alle, ich bin Deutsch. Ja, der andere schreibt zum Beispiel auch Bonjour da oben, also. Oder die andere, Anaya. Das ist wahrscheinlich eine sie. Oh. Ich buffe mal. Ja, du musst schon etwas machen. Komm schon, Leute. Aggressiver sein. Voll reingehen. Ab in die Wurst. Juzi. Jo. Da ich halt immer priorisiert werde, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock, da irgendwie näher zu kommen und zu heilen. Ich tue meistens vorzeitig buffen, damit ich einfach hinten bleiben kann. Und wenn die zu weit nach vorne gehen, dann sind sie selber schuld. Ich kann sie nicht heilen. Also die Healing-Zauber, die haben schon eine bisschen höhere Reichweite als Buffs. Aber ich meine, ich gehe nicht an die Front mit einem Level 51 Charakter. Bald 52, aber. Weil vor allem Schützen haben halt eine Ultra-Mega-Reichweite und da bist du einfach sofort tot, weil du ja priorisiert wirst. Naja, also eben sollen andere halt healen, die wirklich auch mega gute Ausrüstung haben.
und ich bleibe einfach in Sicherheit und meistens sterbe ich dann wirklich auch nicht. Ja, da haben wir alle Angst irgendwie. Wir sind einfach zahlenmäßig. Es ist einfach. Ja, jetzt greifen sie an, weißt du? Aber wenigstens dann. Ich habe einfach zu wenig Reichweite. Ja, jetzt. Ah, gut, Gott, Gott. Dann den. Auch wenn es nichts nützt auf diesen Hexenmeistern. Man bekommt zum Buff. Und ja, Leute, wenn ihr noch nicht so stark wärt, sind natürlich zwei Hexen. Ja, nein. Ja, weiß nicht, wer ihn erledigt hat, wahrscheinlich der Barbar natürlich. Ja. Ah, diesen Sultas-Terror. Ah. Ja, und ihr müsst halt angreifen. Schon der zweite Zauber. Das ist unglaublich. Also das ist eigentlich nur noch der Zauber, der wirklich auch eingesetzt wird. Der hat ungefähr, weiß nicht, 25 Meter Reichweite. Ist einfach zu hart. So, sehr schön. Ja, eben halt nicht immer so viel Warmost Coins, aber ja, wir brauchen ja ungefähr 10.000. Wir wollten ja den einen haben. Ja, ist zu spät. Die sind weg. Aber das war jetzt wirklich sehr gut. Die kamen einzeln eigentlich, oder ja, es hat immer nur einen Skill eingesetzt. So. Ich finde es cool bei Path of Exile, der Entwickler heißt TGG und dann schreibe ich auch immer GG in die Posts im Forum und so, einfach die ganze Zeit, wenn ein Patch rauskommt, GG, oder? Also, jetzt bin ich auch endlich in einer Party, sehr gut. Ich habe halt Mana-Gemeinschaft nicht drin, könnten wir eigentlich jetzt gehen, wir sind Level up, also wir sind aufgestiegen. Feindliche Knochen, aber eben diese feindliche Essenz. Die brauche ich aber. Ich habe nur 5. Ich kann jetzt momentan nicht craften. Wir brauchen, glaube ich, 10 oder brauchen wir 5? Ich weiß es gar nicht. Naja. So, genüsslich einen Tee einschenken. Ich schreibe mal, ist was los? Ja, 2006 war noch viel los. Bekommen. Ich bekomme wieder nichts. Ich bekomme nie was über. Ich muss immer nur den Barbaren buffen. Ja, es ist wirklich sehr unfair. Also es können Heiler schon Erfahrung bekommen, wenn sie nicht irgendwie dazu kommen, etwas auszuwählen. Und wenn sie buffen, also wenn sie vor allem defensiv buffen, die bekommen einfach gar nichts über. Ich tue jetzt trotzdem noch buffen, weil es keine anderen gibt, die Schaden austeilen. Nur der Barbar alleine, ich weiß nicht, der Barbar gehört einfach nicht ins Spiel irgendwie, weil er macht zu viel Schaden und er ist einfach zu schnell. Also, da können einfach keine anderen Dinge.
Erfahrung kriegen. Muss ich halt Lebenswerte einsetzen für einen, der voll ist, aber wir sind gerade momentan sehr überlegen. Also ich buff den mal, der bekommt ein bisschen zu viel Schaden. Nee. Ja, ich muss den buffen. Es geht nicht anders, sonst bekomme ich nie Erfahrung. Aber das ist gut, dass manche auch noch Ding haben. Stunzauber und so. Sehr gut. Ja, du musst ihn schon erledigen. Der muss erledigt werden. 13 Schaden. Einfach geil. So, sehr schön. Ja, so geht's. Aber wir sind jetzt auch zahlenmäßig neid überlegen. Also, ja. Wir müssen ihn wieder buffen. Aber er ist einfach zu schnell. Ich finde, das ist, also das finde ich mega doof, dass man die Zauber nie einsetzen kann. Einfach viel zu geringe Reichweite. Ja, heilt ihn doch. Ja, das ist viel zu weit weg. Wo ist er denn? Du musst schon heilen. Ja, weil ich nicht hinschaue. Ja, und jetzt müssen wir nicht sofort wieder zurückgehen. Genau so Sachen, wenn ihr überlegens, also wenn ihr einfach gut seid und ihr habt schlechte dabei, nicht einfach abhauen sofort, sondern zeigen, ja, wir müssen jetzt zurückgehen, also ein bisschen ruckeln oder so. Weil meistens sind halt die schlechten dann langsamer oder werden dann gestunt und so weiter. Ja, es ist, sie spielen eigentlich immer nur auf sich. Es ist wirklich ein, manchmal ein richtig egoistisches Spiel. Also das Spiel, ja, einfach das, was sie machen müssten, damit sie ganz, ganz viel Warmaster Coins bekommen und so. Also bekommen sie sonst noch feindliche Essenzen zum Craften und so. Es ist einfach viel zu greedy, gewollt von den Entwicklern. Dadurch könnt ihr einfach low-leveliger noch nicht viel reißen. Also ihr werdet einfach zu oft sterben. Ich muss mal gucken. Genau. Ich habe einfach bis dann. Der kommt sicher nicht mehr. Jo, man sollte in einer Reichsschlacht nicht kacken müssen. Das sind Real-Life-Angelegenheiten. Die sollte man zuerst machen oder danach, aber niemals in einer Reichsschlacht. Also vor allem so defensiv ist es doch wichtig, dass jeder mitmacht. Alle 500 Spieler. Ja, wann passiert dann mal etwas? Weißt du, der Barbar ist weg. Wie sollten wir jetzt dann Schaden machen? Ja, es ist einfach nur, es sind nur die zwei Hexenmeister. Und die kann man halt auch nicht so gut buffen. Weil einfach der gute Skill eigentlich nur für Waffen sind. Und die greifen sowieso nie an mit den Stäben. Ja, dann gehen wir halt wieder ein bisschen defensiver. So, schauen wir mal auf die Punkte. 1848. Also so viel wächst es jetzt momentan nicht. 84. Ja doch, schon. Also ist halt nur 600. Ich glaube ungefähr 600. Bisschen weniger, glaube ich. Naja. Ja. Der ist gar nicht hier, der ist da oben. AFK. Denke ich mal. Und dem der Barbar. Ich weiß jetzt nicht, was die wollen.
sind zwei Beschwörer. Der macht gar nichts mehr. Ich frage mich auch, was die Syrten machen, damit sie sich so umbringen. Das war jetzt wirklich gerade ein Selbstmord. Ja, einfach nachforschen. Ja, mit einem Hexenmeister, der wahrscheinlich unterlevelig ist. Keine Ahnung. Na gut. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ja, wir haben noch genügend Zeit. Der fühlt sich ein bisschen besser, wenn er da oben sitzt. Ich bleib hier. Es bringt jetzt nichts, mit zwei mitzugehen. Die schaffen ja sowieso kein Fort oder so. Echt jetzt? Gehen alle weg? Okay. Ich folge der Gruppe, also bleibe ich hier. Aber es ist, ja, schon ein bisschen doof, dass wir da, ja, drei Defensive haben. Also ein Schütze hätte wenigstens hier sein bleiben sollen. Ja, dann geht wieder weg. Echt mal ein bisschen buffen, damit er nicht gleich stirbt. Und ja. Ja. Die zwei sollten heute einfach hier irgendwo sich wahrscheinlich in dieser Säule so verstecken. Sonst passiert halt nie etwas. Die können halt immer fliehen. Boah, ist das kalt. Arschkalt. Das ist wirklich schlotterig. Ja, ich sehe halt nie die Taskbar unten. Ich kann jetzt eigentlich schauen, wie viel Grad es ist. 2 Grad bewölkt, okay. Ja. Also man muss immer ein anderes Fenster aufmachen, zum Beispiel einen Ordner. Und danach tut unten die Taskbar Ding. Weil der Fenstermodus, der ist nicht, dass ihr müsst die Taskbar unten ausblenden. Also automatisch ausblenden. Und dann geht's. Aber die Taskbar ist nicht unten zu sehen. Und ja. Oben ist auch ein bisschen nicht zu sehen. Also ich kann nicht weiter als hier. Sieht man das so? Ja. Also mindestens 2-3 mm fehlen. So, machen wir das mal. Und laufen einfach dahin wieder weiter. Ja. Die Zauber brechen einfach ab, sondern ja, irgendwie einen anderen Hain. Das wäre so cool. Aber ja. Ah, da ist ein. Geh doch weg, du fettes Teil. Wieso sind Ritter so fett? Die sollten am kleinsten sein. Ich kann nichts auswählen. Der Barbar ist nicht in der Gruppe. Ein Ritter. Der eine ist nicht in der Gruppe. Ja, wenigstens den in der Gruppe kann man heilen. Ja, Leute, ladet doch die Leute ein, hey. Gruppen dann für. Jetzt baue ich nur den Schütze. Ja, der Schütze. Die Schützin. Man sieht gar nicht, ob es eine Frau oder ein Ding ist vom Skin her. Zuerst mal ist es kaputt.
Zweitens, ja, die Konturen, also zum Beispiel keine Lippenfarbe, nix. Ist halt auch nicht gerade so leicht, da rauszufinden, wenn man so weit weg vom Monitor sein muss. Jo. Okay. Dann wenigstens mal ein bisschen XP gehen. Scheinbar will das Spiel halt einfach nicht checken, dass ich da geholfen habe. Ja, ich habe gar nichts bekommen. Also eben, ich muss halt zwangsweise mit dem Barbar den nächsten Part machen. Aber der hat halt so viele Items bei sich und ist auf ja, Kämpfen, also NPCs, ausgelegt. Ja, ich muss zuerst umskillen und alles, dann mache ich dann mal schauen im nächsten Part mit dem Barbar. Aber der wird halt auch immer sterben. Also mit dem Barbar darf ich dann nicht einfach spielen, also gegen Spielen folgen. Ja. Also, weil jetzt nicht mehr so viel passiert, beende ich mal den Part und bleibe einfach noch ein bisschen hier. Und ja, dann sieht man uns im nächsten Part oder in einem Livestream. Tschüss!